Ein Patent, das Anfang des Jahres veröffentlicht worden ist, sorgt derzeit für Schlagzeilen und hitzige Diskussionen in der Welt der Fahrräder. Die Rede ist vom SRAM Universal Brake Mount bzw. vom SRAM Universal Brake Adapter. Was es damit auf sich hat und wie sich das auswirken könnte, das erkläre ich euch heute im Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Moritz und heute geht es um ein brandneues Patent aus dem Hause SRAM, was derzeit hitzig diskutiert wird. Bezieht sich auf Bremsen und ganz generell ist es so, Scheibenbremsen haben sich als die Bremsen der Wahl durchgesetzt an Mountainbikes, an Rennrädern und an Gravelbikes. Und Scheibenbremsen bestehen einerseits aus einer Bremsscheibe, die wird auf der Hinterradnabe befestigt, entweder über den Sechslochstandard oder über den Centerlockstandard. Und dann gibt es noch einen Bremshebel vorne am Lenker und einen Bremszylinder oder einen Bremssattel. Und dieser Bremssattel, der wird direkt auf dem Rahmen befestigt oder über Adapter am Rahmen befestigt. Dafür gibt es verschiedene Standards, den Post-Mount-Standard, den International-Standard und an Rennrädern und Gravelbikes noch den Flat-Mount-Standard. An Mountainbikes ist vor allem der Post-Mount-Standard verbreitet, sieht man auch hier an dem Rad neben mir. Und man hat hier am Rahmen eine Aufnahme, die Post-Mount-Aufnahme und da kommt dann der Bremssattel drauf. Und was man auch sieht, zwischen Bremssattel und Rahmen ist in der Regel noch ein Adapter notwendig, je nachdem, was für eine Bremsscheibengröße man fährt. Hier gibt es alles Mögliche zwischen 160 mm und 220 mm in 20 mm Schritten. Teilweise gibt es auch noch so krumme Maße wie 203 mm. Und je nachdem, was man für einen Rahmen hat und was man für eine Bremsscheibengröße fahren will, braucht man dann unterschiedliche Adapter. Und das kann manchmal ein bisschen chaotisch sein. Jetzt ist ein Patent von SRAM veröffentlicht worden, was eine neue Art und Weise beschreibt, den Bremssattel am Rahmen zu befestigen. Und genau genommen ist dieses Patent nicht ganz neu, sondern es wurde schon Ende 2021 zum Patent angemeldet und jetzt Anfang 2025 von der US-amerikanischen Patentbehörde eben veröffentlicht. Das heißt, man sieht schon, SRAM arbeitet eine ganz schöne Weile daran und SRAM bezeichnet diese neue Art und Weise, den Bremssattel am Rahmen zu befestigen, als Universal Brake Mount oder Universal Brake Adapter. Der Name, der ist noch nicht ganz in Stein gemeißelt, aber wer jetzt denkt, SRAM, Universal, irgendwas am Hinterbau, da war doch was. Ja, der liegt damit nicht ganz falsch, weil vom Ansatz ähnelt dieser SRAM Universal Brake Mount dem SRAM Universal Derailleur Hänger. Und das ist ja so eine der wichtigsten Innovationen der vergangenen Jahre. Um kurz den Bogen zum SRAM Universal Derailleur Hänger, also dem UDH, zu spannen. Das hat SRAM vor einigen Jahren eingeführt und zwar haben sie ein einheitliches Schaltauge damit eingeführt. Das Schaltauge ist das kleine Bauteil, was zwischen dem Rahmen und dem Schaltwerk sitzt. Und das war lange Zeit nicht vereinheitlicht. Das heißt, je nachdem, was man für einen Rahmen hatte, braucht man immer ein spezifisches Schaltauge, bis SRAM angekommen ist und gesagt hat, es wäre doch viel cooler, wenn es einfach ein Schaltauge für alle Rahmen geben würde, nämlich den Universal Derailleur Hänger. Und ja, wer sich zurückerinnert, wer schon mal ein Schaltauge brauchte für einen spezifischen Rahmen, der weiß, dass das ein ziemlicher Krampf sein konnte. Ja, und hier war es eine wirklich positive Entwicklung, dass SRAM dieses universelle Schaltauge, das UDH, eingeführt hat. Einzige Voraussetzung dafür war, dass der Rahmen eben auch mit diesem SRAM UDH kompatibel sein musste. Auf den Zug sind aber sehr, sehr viele Hersteller aufgesprungen und es hat ein Problem gelöst, was ja auf den ersten Blick gar nicht so relevant war, was sich aber doch als recht nervig erwiesen hat. Und SRAM hat eben mit diesem UDH für deutlich mehr Klarheit und Übersicht auf dem Markt gesorgt. Dann hat sich allerdings herausgestellt, dieses universelle Schaltauge, das war gar nicht so wirklich der Hauptgedanke von SRAM, sondern eigentlich ging es darum, Schaltungen auf eine neue Art und Weise am Rahmen zu befestigen. Und das hat SRAM 2023 gemacht mit den neuen T-Type Transmission Schaltungen, also der Eagle Transmission der aktuellen Generation. Und die Voraussetzung, um diese T-Type Transmission am Rahmen zu befestigen, war, dass der Rahmen eben ja, dort standardisiert ist, nämlich mit dem UDH-Standard. Das heißt, eigentlich ging SRAM gar nicht so sehr darum, ein einheitliches Schaltauge einzuführen, sondern eigentlich ging es darum, dass SRAM eben alle Rahmen dafür vorbereitet hat, dass ihre neueste Generation Schaltungen mit den Rahmen perfekt kompatibel sind. Zur SRAM T-Type Transmission haben wir damals, als sie rausgekommen ist, ein ausführliches Video gemacht, das verlinken wir euch gerne. Generell hat der Ansatz zahlreiche Vorteile und das soll jetzt gewissermaßen auch auf die Nicht-Antriebsseite übertragen werden. SRAM hat jetzt nämlich einen neuen Standard für Hinterradbremsen zum Patent angemeldet. In dem Patent ist wirklich nur von Hinterradbremsen die Rede. Vorne hat man ja normalerweise auch eine Bremse, davon wird aber im Patent nichts aufgegriffen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es sich nur um Hinterradbremsen handelt und SRAM bezeichnet das als Universal Brake Mount bzw. Universal Brake Adapter, also einen universellen Standard für Hinterradbremsen. Wie ist dieser Universal Brake Mount bzw. Universal Brake Adapter aufgebaut? Die Bremse wird jetzt nicht mehr an zwei Stellen am Rahmen befestigt, wie es zum Beispiel hier bei der Post-Mount-Aufnahme der Fall ist, sondern nur noch an einer Stelle am Rahmen befestigt. Und diese Stelle am Rahmen, die ist definiert. Die zweite Stelle, an der die Hinterradbremse befestigt ist,
ist sozusagen zwischen Rahmen und Hinterradnabe. Also sie wird mit der Achse geklemmt, mit der Achse befestigt und sitzt dadurch sozusagen koaxial. Und das erinnert dann noch sehr an den Ansatz von den T-Type-Schaltungen, die ebenfalls direkt am Rahmen bzw. zwischen Rahmen und Hinterradnabe befestigt werden und dadurch koaxial sitzen. Und bei den Hinterradbremsen will SRAM jetzt genau denselben Weg gehen, nämlich eine koaxiale Befestigung. Dadurch ergibt sich auch schon der erste Vorteil von diesem Universal Brake Mount, nämlich sitzen jetzt Bremssattel und Bremsscheibe koaxial zur Nabe. Die Bremsscheibe ist ja direkt auf der Hinterradnabe befestigt und jetzt, indem der Bremssattel eben auch koaxial montiert wird, befestigt wird, sind sowohl Bremsscheibe als auch Bremssattel perfekt zueinander ausgerichtet. Aktuell ist es so, die Bremsscheibe, die kann genau auf der Nabe gerade sitzen, aber wenn der Bremsadapter bzw. die Aufnahme für den Bremsadapter am Rahmen minimal von den Toleranzen abweicht, dann sitzt es nicht mehr genau perfekt zueinander ausgerichtet, sondern leicht schief. Und das ist oft eine Quelle für nervige Geräusche, für Schleifen, für Vibrationen, für all das, was man negativ der Bremse zuschreibt, aber eigentlich so ein bisschen das Problem vom Rahmen ist. Da müssen perfekt die Toleranzen eingehalten werden und es ist extrem schwer für Rahmenbauer, diese Toleranzen einzuhalten. Da reicht es aus, wenn die Aufnahme für den Bremsadapter auch nur minimal schief ist bzw. die Toleranzen nicht perfekt eingehalten werden und schon ergeben sich Probleme. Und diese Probleme, die will SRAM jetzt mit dem Universal Brake Mount bzw. Universal Brake Adapter angehen. Der zweite Vorteil von dem Ansatz, dass die Aufnahme für den Bremssattel jetzt nicht mehr ein Teil des Hinterbaus am Rahmen ist, sondern als separates Bauteil zwischen Rahmen und Hinterradnabe sitzt, der ist ganz klar für die ganzen Rahmenbauer, also für die Rahmenhersteller, weil die Hinterbaudesigns werden dadurch deutlich weniger komplex. Man muss sich jetzt keine Gedanken mehr machen, wie man diese Aufnahme für den Bremssattel am Rahmen unterbringt und diesen daran befestigen, sondern der Hinterbau, der ist jetzt einfach so und man braucht einfach eine zusätzliche Bohrung im hinteren Rahmendreieck, die eine genau definierte Position haben. Da wird der Bremssattel dann verschraubt. So eine Bohrung in der Sitzstrebe zu haben, ist deutlich weniger aufwendig, als hier dieses Adaptertürmchen auf dem Hinterbau zu befestigen. Egal ob jetzt bei Alurahmen oder bei Carbonrahmen. Es wird für Rahmenbauer dadurch deutlich weniger komplex. Eine Fehlerquelle fällt weg. Und eventuell senkt es auch ein bisschen die Kosten. Und es ist auf jeden Fall viel, viel leichter, einen Adapter, der hier hinten drin sitzt, ja, in massiven Stückzahlen einheitlich zu produzieren, als diese Aufnahme für den Bremssattel an jedem Rahmen perfekt auszurichten. Und der dritte Vorteil dieses SRAM Universal Brake Mounts, der würde sich für alle Endkunden ergeben, also für alle Mountainbiker, für alle Rennradfahrer, für alle Gravelfahrer, wahrscheinlich für einen Großteil der Leute, die sich jetzt hier gerade dieses Video anschauen, weil dieses ganze nervige Rumgefuddel mit Adaptern, je nachdem, was für eine Scheibengröße man fahren will und was für einen Scheibenhersteller man fahren will und was für einen Bremssattelhersteller man fahren will, das würde zwar nicht ganz wegfallen, aber deutlich weniger komplex werden. Man hätte eben seinen Bremssattel, man hätte die Bremsscheibe und man hätte diesen einen Adapter, den es in den unterschiedlichen Größen gibt. Aber dieses ganze Spacern und dann passt wieder hier der Adapter nicht oder dann sitzt die Bremse ein bisschen zu hoch oder ein bisschen zu tief und dann werden die Bremsbeläge ungleichmäßig abgefahren, das würde alles wegfallen. Das Problem derzeit ist, dass sich alles auf den Post-Mount-Standard bezieht an Mountainbikes. Auch hier an dem Specialized Status, was hinter mir hängt, ist ein Post-Mount-Standard verbaut. Aber Post-Mount, der Standard, der ist eigentlich nur für die Scheibengröße von 160 mm genau definiert. Aber alles, was darüber hinausgeht, da kocht jeder Bremshersteller so ein bisschen ein eigenes Süppchen, weil dieser Standard nicht genau definiert ist. Und da kommt es vor, dass obwohl man vielleicht den passenden Adapter hat, den eigentlich passenden Adapter, dass sich da trotzdem kleine Unfeinheiten einschleifen und ja, die Bremse dann doch nicht so performt, wie man es will. Und vor allem ist es ein riesengroßes Chaos, weil es für gefühlt jede Bremsscheibengröße und gefühlt jeden Bremssattel zig verschiedene Adapter gibt und in dem Chaos blickt echt niemand mehr durch. Kurz zusammengefasst, der SRAM Universal Brake Mount würde drei Vorteile liefern. Erstens würden Bremssattel und Bremsscheibe viel besser zueinander ausgerichtet sein und dadurch würden nervige Geräusche und Vibrationen und so weiter alle wegfallen. Zweitens wird es durch den SRAM Universal Brake Mount für Rahmenbauer viel leichter, weil eben diese Aufnahme für den Bremssattel am Rahmen wegfallen würde und man stattdessen ein separates Bauteil verwenden würde. Und drittens würde es für alle Mountainbiker, für alle Rennradfahrer, für alle Gravelfahrer deutlich übersichtlicher werden, weil man eben nur noch einen standardisierten Adapter braucht und derzeit ist es einfach ein riesiges Chaos. Jetzt ist natürlich abschließend noch die Frage, was steckt wirklich hinter diesem Patent?
Wir haben bei SRAM nachgefragt und SRAM ist natürlich sich im Klaren darüber, dass das Patent jetzt veröffentlicht worden ist, aber SRAM wollte sich auf unsere Nachfrage nicht weiter äußern. Und es ist auch kein unüblicher Vorgang. Es kommt häufig vor, alle Firmen arbeiten an Innovationen, melden diese zum Patent an, diese Patente werden dann veröffentlicht. Teilweise kommen die Sachen dann in Serie, teilweise nicht, teilweise in abgewandelter Form. Da wollen die Firmen alle auf Nummer sicher gehen und äußern sich jetzt natürlich noch nicht dazu, was vielleicht in 1, 2, 3, 4 Jahren mal auf den Markt kommen würde. Aber man kann davon ausgehen, dass SRAM ja noch ein paar mehr Hintergedanken hat. Und man muss auch sagen, dieser Ansatz, dass man den Bremsadapter nicht mehr in den Rahmen integriert, beziehungsweise die Aufnahme dafür, sondern das als separates Bauteil hat, die ist auch nicht ganz neu, weil die Idee hatten schon einige Rahmenhersteller, einfach um eine bessere Passung zu erzeugen, beziehungsweise den Bau von Rahmen weniger komplex zu machen. Und das hat definitiv Vorteile, hat es zwar nicht flächendeckend durchgesetzt, aber den Ansatz, den gibt es immer wieder. Was jetzt an dem Patent neu ist, ist, dass der Universal Brake Mount bzw. dieser universelle Bremsadapter eben auch über die Hinterradachse befestigt wird. Das ist das eigentliche Ding, was zum Patent angemeldet worden ist. Und hier kann man davon ausgehen, dass SRAM noch mehr Hintergedanken hat, als Rahmenbauern und Mountainbikern einfach nur das Leben ein bisschen leichter zu machen. Das haben wir auch schon beim Universal Derailleur Hänger, also beim UDH gesehen. Da dachten auch alle erst, ja, ist ja eigentlich ganz nett, jetzt hier so ein universelles Schaltauge zu haben und Rahmen zu haben, die damit kompatibel sind. Aber im zweiten Schritt wurden dann Schaltungen eingeführt, die wirklich massive Verbesserungen mit sich gebracht haben. Und dafür war eben dieser neue Standard notwendig. Und ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass SRAM sowas Ähnliches bei Bremsen plant. Und wie genau dann die Vorteile aussehen, was sich da noch hinter verbirgt, ehrlich gesagt, keine Ahnung, aber man darf da echt gespannt sein. Last but not least werden Rahmen durch diesen neuen potenziellen Standard für Hinterradbremsen nur noch mit SRAM-Bremsen kompatibel sein. Das ist natürlich auch eine große und wichtige Frage. Ich würde nicht davon ausgehen, weil sich dieser neue Standard jetzt nicht auf den Lochabstand des Bremssattels bezieht. Das könnte man, glaube ich, ich bin kein Experte in dem Gebiet, aber ich denke nicht, dass man sich das patentieren lassen kann. Und ich denke auch nicht, dass SRAM ein Interesse hätte, andere Bremshersteller auszuschließen und zu sagen, dass jetzt Rahmen nur noch mit SRAM-Bremsen kompatibel sind. Ich gehe eher davon aus, dass SRAM noch weitere Vorteile in dem Ansatz sieht und das auch einfach als Basis sieht, um Innovationen bei den Bremsen wirklich aufs nächste Level zu heben. Andere Hersteller werden jetzt nicht zwangsläufig davon ausgeschlossen, am Rahmen befestigt zu werden über diesen neuen universellen Ansatz. Aber ich denke, diese Vorteile, die SRAM wirklich darin sieht, die werden dann nur mit diesem Universal Brake Adapter kompatibel sein. Wie genau die aussehen, wissen wahrscheinlich selbst bei SRAM gerade nur eine Handvoll von Leuten. Aber man darf hier wirklich gespannt sein. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was haltet ihr von diesem neuen Ansatz? Was seht ihr für Vorteile? Und was denkt ihr, steckt wirklich dahinter? Postet es einfach mal in die Kommentare. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.